Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Kingdom. So, wir hatten ja jetzt letztes Mal noch mal ein bisschen Kohle gemacht mit dem Wildschweinfleisch. Wir haben ja jetzt da hinten eigentlich auch einen schönen Spot, wo wir Wildfleisch noch mal holen könnten. Aber ich müsste jetzt noch mal gucken, dass wir uns dann halt auch noch mal irgendwo eine Stelle haben, wo wir auch die Pilze finden, weil auch die Pilze verlieren Haltbarkeit. Wenn wir es jetzt auf dem Weg noch mitfinden, optimal, dann haben wir Lack gehabt. Wenn nicht, dann, naja, kümmern wir uns erstmal um unsere werten Vögelchen. Weil ein Vogel müsste da ja jetzt schon drinnen sein. Wo war denn hier der Überweg? Übers Wasser. Irgendwo. Hoppala, ne. Also, ich sollte manchmal die Wege nutzen, ne? So, jetzt müssen wir nur mal gucken, dass da jetzt oben noch ein Vogel drin ist. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt so schlau ist, jetzt hier einfach mal durchzureiten und dann nochmal zu schauen. Hey, wer ist da? Ja. Ich laufe immer dazu, im Banditlager. Wer ist da? Was ist denn? Warum läufst du weg? Ah, da stand irgendwas mit Stellen. F. F. Halt! F. Wo ist er hin? Er rennt halt schon wieder weg. Okay. Der hatte halt schon Schiss. Gut, haben wir gleich nochmal ein bisschen Altmetall mitgenommen. Jetzt muss ich mal gucken, wo waren unsere da hinten. Ich glaube, ich sehe auch schon den Vogelkäfig. Jetzt fehlt uns noch eine. Ein kleiner Vogel fehlt noch. Den wir jetzt noch ergaunern müssen. Na komm, ich probiere es mal mit Reiten. Vielleicht finden wir sie so eher. Ja. Und es waren ja beide jetzt in der Nähe von den Ruinen hier, ne? Aber nicht, dass ich zu schnell jetzt hier auch durchreite und das dadurch nicht höre. Das wäre natürlich auch doof. Ja. Vielleicht einfach in der Nähe von Wanderwegen. Nee, oder? Ich meine, nee, ich habe mich verhört. Ja. Ich habe mich ein wenig verhört. Aber gut, gucken wir mal, dass wir hier oben noch mal lang laufen. Ah, hier sind wir schon wieder draußen. Reiten wir hier einfach nochmal lang. Hallo, Herr Wanderer. Ich habe keine Ahnung, ob wir das jetzt so auch hören. Ne, fahren Krähen. Tageszeit passt eigentlich noch. Aber reiten wir. Du dreckiger, stinkender, du wirst gleich. Okay, Moment. Das müssen wir doch noch mal kurz. Hörst du nicht drauf? Nee. So, jetzt reicht's mir. Geh mal beiseite. Alle Doppelte. Ja, ja, ja. So, ersten Hammer. Lieber Gott.
So, zweiten gleich hinterher. Und du? Hundi, ich wollte dich jetzt nicht verletzen hier. So. Ihr wolltet euch ja unbedingt mit dem Ritter anlegen. Ah, er lebt ja noch. Na, jetzt nicht mehr. Plünderer weniger. So, dann nehmen wir euch gleich hier mit aus. Das braucht ihr nicht mehr. Da kann ich doch eher mit was anfangen. Ja, das nehmen wir auch mit. Und, na, das nehmen wir auch mit. So, ganz leicht überladen. Das können wir aber ganz schnell und fix mal ändern. Na, eigentlich müsste ich ja hier nur bei den Waffen und dann gucken, was ich ausgerüstet habe. So. Zack. Was ist das? Das ist auch ein Kurzschwert. Eigentlich auch nicht so verkehrt gewesen. So, hier können wir auch nochmal kurz uns entrümpeln und fertig. Schon haben wir wieder mehr Platz. Da sitzen die einfach hier und warten auf den Wegen. Ah. Es war doch eine gute Idee, auf den Wegen zu reiten. Jetzt wollen wir nur gucken, welcher Baum das ist. Scheint der hier zu sein, ne? Das könnte der richtige Baum sein. Hier, dann machen wir mal nicht in die Satteltasche. Wenn man das X gedrückt halten will, ne, dann macht man es nicht. So, Inventar und dann einmal schön hin platzieren. So, dann will ich jetzt gleich mal den neuen Skill auch ausprobieren, den wir bekommen haben. Hui! Oder komm, nee, wir gehen jetzt einfach nochmal. Wo war die Wildschweinlichtung? Die war ja hier vorne irgendwo. Genau. Interessanter Ort. Das heißt, wir könnten ja eigentlich hier geradezu nochmal ein Stück laufen. Und ich meine, durch das Durchlaufen habe ich hier auch Pilze noch gesehen gehabt. Und jetzt die Frage, wie viele Pilze bräuchten wir? Dann können wir uns nochmal neues Wildschweinfleisch holen. Aber das wäre ja nicht das Thema. Ich meine, ich habe hier doch irgendwo Pilze gesehen gehabt. Hier war noch einer. 5 Stück möchte er haben. Na, gucken wir mal, ob wir die hier 5 zusammenkriegen. Aber es sieht eher schlecht aus. Hier waren nur 2 Stück. Und mehr nicht. Das Problem ist ja, die verlieren ja auch ihre Haltbarkeit. Das heißt, ich darf die auch nicht zu lange mit mir rumschleppen. Na, gucken wir mal. Ob wir vielleicht hier doch nochmal 3 Stück finden oder so. Ah, nee. Sieht nicht so gut aus. Dass hier nochmal welche irgendwo rumliegen. Ich meine, die hatte ich ja gesehen gehabt, aber war mir halt nicht sicher. Was haben wir denn da vorne? Unfallort. Okay. Kriegshammer mit Dorn und ihm wurde der Pfeil durch die Nase gezogen. Nein, das wollte ich jetzt nicht. So, Gespräch beenden.
Das heißt, von wem wurde er denn jetzt hier überfallen? Und ist derjenige noch hier in der Nähe? Das ist ja jetzt so die andere Sache. Nee, hier ist so weiter nichts. Kann nochmal Ringelblumen mitnehmen, aber... Ich würde ja jetzt gerne lieber Pilze finden. Eine Distel können wir auch nochmal mitnehmen. Jetzt fange ich schon wieder an, alle anderen möglichen Kräuter hier einzusacken. Aber nicht das, was wir brauchen. Gehen wir nochmal wieder weiter zurück in den Wald. Vielleicht habe ich hier nochmal irgendwie Glück. Ansonsten müssten wir halt so einen Waldgarten oder so nochmal durchgucken. Wo ich das herkriege. Man könnte vielleicht auch vielleicht von den Händlern das kaufen. Dann bräuchte man nur noch das Fleisch. Wäre jetzt auch noch eine Idee. Aber selbst ist der Mann, würde ich sagen. Wir wollen ja Kohle machen und nicht Kohle verlieren. Nee, aber hier nichts dabei. Keine essbaren Pilze. Jetzt sind wir auch schon wieder zurück im Gebiet hier. Können wir ja mal kurz gucken. Das muss ja irgendwo da auf dem Weg sein. Ob der Vogelkäfig jetzt schon voll ist oder nicht. Ja, das ist ein Steinpilz. Ist auch nicht den ich suche. Jetzt finde ich Steinpilze. Jetzt finde ich zwar Pilze, aber die falschen. Ja komm, dann nehmen wir die Steinpilze auch nochmal mit. So. Und dann gucken wir mal wenigstens, dass wir das mit den Vögeln jetzt fertig machen. Eigentlich hat er ja schon einmal was wieder bekommen, ne? Eigentlich passt das. Wo hier hinten? Müsste mein Käfig liegen. Ah, hier. Ah, er ist sogar schon drin. Wunderbar. Na gut. Gut, dann bringen wir ihn die Nachtigelle. Nachtigallen. Aber ich habe jetzt nichts Unverderbliches bei, oder? Ja doch, Steinpilz kann... Ja gut, der Schmierling kann auch gammeln, aber... nee. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Das heißt, wir machen das jetzt einfach per Schnellreise. So. Vielleicht schaffen wir es ja noch rechtzeitig bis Hinterhalt. Anhalten. Dich und deine hässliche Fresse kenne ich doch! Dein Glück, jetzt kann ich dir die Zähne einschlagen! Komm schon! So. Gut getroffen. Naja. Ich schlachte dich ab! Von hinten also. Genug? Ja, ich hab definitiv genug, komm. Du gibst mir nochmal das extra Geld hier. Für meine Reisekosten. Meine Güte hier. Schlimm mit den Bandidos. So, deine Breitaxt nehme ich dir auch weg. Die brauchst du auch nicht mehr. Hast du nicht auch noch irgendwie eine Waffe? Ah, die habe ich mit eingesackt. Okay. Ja, dann. Als wäre nie was gewesen wäre, ne? So. Einmal schnell durchreiten hier. Feind, okay, ja gut, kämpfen wir nochmal. Hey du Hundsfort, her mit dem Geldsäckel, wenn du nicht in Stücke gehackt werden willst. Du wirst... Okay, lass mich erstmal meine Waffe ziehen hier. Ich weiß doch nicht, wer oder was du bist. Entschuldigung, Hund. Jetzt reicht's mir aber. Gott verdammt! Ich bin hier drüben. Au!
So. Na komm. Schnapp ihn dir. Na los, schnapp ihn dir. Einmal von hinten. Tja, ich würde sagen, du bist erstmal eine Weile. Wieso hat mich denn der schwarze Peter angegriffen? Ist der jetzt ein bisschen Jack oder was? Na gut, Waffen nehme ich dir auch weg. Lass dir das eine Lehre sein. Ne? Der schwarze Peter hört nicht auf. Okay. Scheißkerl! Ich box mich auch mit dir, ist kein Problem. Glaub mir, das gefällt dir weniger als mir. Warum greift mich jetzt der schwarze Peter an? Schlechter Verlierer. Schlecht. Kann ich noch aufsitzen? Ja. Was zur Hölle? Ein Reiter. Der wollte mir eine Falle stellen. Das Seil habe ich ja jetzt gar nicht gesehen. Naja gut, mal gucken, ob er jetzt gleich auch zu Peschek kommt. Können wir mal kurz bei Peschek was essen. So schlimm überladen sind wir ja noch nicht. So, ah, da ist leider nichts drin. Schade, hat noch keiner gekocht von euch. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er jetzt gleich nochmal kommt. Und nochmal verdroschen werden möchte. Gut. Holen wir uns jetzt erstmal aus dem Pferd. Wieder ein bisschen was ab. Und können das hier dann gleich wieder zu Geld machen. Ne, das wollte ich eigentlich woanders reinpacken. Aber das habe ich jetzt immer noch hier drin. Komm, die Schaufel, die packe ich auch mal in eigene Inventar. So, dann verscherbeln wir jetzt einfach seine Sachen. Schlechter Verlierer. Schlechter Verlierer. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha. Mal sehen, was wir da machen können. Möge Gott mit dir sein. Okay, gut. Das heißt hier das alte Schwert. Moment. Achso, das ist ja hier von ihm hier. Ich wollte gerade sagen. Er wollte mich sogar vergiften. Das Knappenschwert angewandt mit Vergiftung. Was ist er denn für einer? Meine Güte, verlier doch in Ehren und dann ist gut. Es war doch nur ein Turnier. Es ging doch nicht um Mord und Totschlag. Er wollte mich halt unbedingt auch noch vergiften. Na gut. Denn bin jetzt gerade ein bisschen fassungslos, ey. So, wir hatten jetzt hier den Stachel. Das war jetzt auch ein Kurzschwert, ne? Ja. Na ja, hier, Peschek. Ich will damit nicht erwischt werden. So. Das auch nochmal dazu. Der Verbesserte bleibt. Der kommt auch nochmal weg. So, bei der ganzen Rüstung hier. Die ganzen Stiefel. Das, was wir ihn jetzt alles erstmal schön geklaut haben. Der Ärmste. Jetzt muss er nackig da rumsitzen. Dunkle Plattenjacke. Ist aber immer noch nicht besser als das, was wir anhaben. Schade. Hätte mich gefreut darüber. So, hier auch nochmal alles wegmachen. Ob
Bloß weil wir mal ein Turnier gewonnen haben. Also. Fassungslos. Fassungslos lässt er mich hier. So, hier, das ganze Bier können wir eigentlich auch wegmachen. Wein brauchen wir auch nicht. Ein Gegenmittel haben wir noch. Das können wir eigentlich auch wegpacken. Obwohl, ich hätte ja eigentlich auch noch was essen müssen davon. Na gut, wenn ich die Sachen jetzt sowieso nicht koche. Will ja nicht schon wieder eine Lebensmittelvergiftung haben hier. Komm, den, auch wenn er gestohlen ist. Bitteschön. So, dann haben wir hier noch einen goldenen Zierkelch. Ja, und das war's. Gut, kriegen wir auch nochmal wieder ein bisschen Geld rein. Besprechen wir den Preis. Nun, versuchen wir's. Okay, dann probieren wir nochmal ein bisschen mehr rauszuholen. Sind wir uns einig? Damit wirst du mich nicht überzeugen. Ja, weiß ich doch. Aber damit schon. Endlich eine vernünftige Summe. Ich könnte einen Happen vertragen. Ja, ich weiß, wir könnten einen Happen vertragen. Ich müsste mir sowieso mal wieder Dörrfleisch besorgen. Wo ist denn jetzt mein Pferd? Ach, da ist es. Halt! Ja! So, dann gucken wir, dass wir jetzt nochmal oben dann vielleicht nochmal bei der Fleischerei halt machen. Damit ich auch wieder für den Hund ein bisschen was hab. Dann hole ich mir selbst auch nochmal ein bisschen Dörrfleisch. Das ist ja immer das beste Fleisch, weil es ja nicht gammelt. Da brauche ich ja nicht so drauf aufpassen. Und die hätte ich beinahe umgeritten hier. So, mal sehen. Wer gibt mir denn jetzt von euch... Apropos, wir haben noch gerade einen Kampf gehabt. Wäre es nicht besser, wenn ich jetzt nochmal gucke, dass ich hier die Sachen selbst repariere? So, das Schneiderset. Damit es auch haltbarer ist. Jetzt hätte ich es beinahe wieder vergessen. Ah, so wohl. Da brauchen nämlich schon einige wieder ein bisschen Pflege. Okay, nichts mehr zu reparieren hier. Ja, jetzt müsste eigentlich auch alles wieder da sein. Das Schuster-Set fehlt mir wieder, ne? Na gut. So, gucken wir mal. Du hast Backwaren. Möge Gott in diesen finsteren Zeiten über dich wachen, werter Herr Ritter. Benötigst du etwas? Ja. Gott behüte dich. Aber du hast leider nicht das, was ich haben möchte. Schade. Und du hast bestimmt Gott nur Obst. Gott sei mit dir, werter Herr Ritter. Kann ich behilflich sein? Gucken wir mal. Ach, guck mal, sie hat die Schmierlinge. Moment, wir hatten noch hier irgendwo einen mit einer Wurst drauf. Da oben ist der Fleischer. Schauen wir mal kurz. Hat der noch offen? Ist ein Bettler? Nee, wo ist denn hier der Eingang zum Fleischer? Geht's denn hier zur Wursttheke? Das Schild ist doch hier dran. Das offensichtlichste, so nach Motto. Gott sei mit dir. Wie kann ich helfen? Mach's gut. Sie hat auch Dörrfleisch, Hammelfleisch, Rindfleisch, Schweinefleisch. Pferdefleisch, aha. Na gut, ich hole mir hier jetzt erstmal nur... Machen wir mal 6, kriegt unser Hund gleich noch ein Stückchen mit drauf. Rinderfüße, Salami, Schweinefleisch, Speck. Na gut, hätte ich das jetzt mal vorher gewusst, hätte ich mal vorher mal nachgucken müssen. Na egal. So, wir holen uns jetzt aber unser Fleisch. Besprechen wir den Preis. Ist gut.
und geben ein kleines Trinkgeld mit drauf. Das hier und ein kleines Extra. Danke, tausend Dank. So. Wunderbar, weil dann haben wir jetzt auch wieder Essen. Das heißt, wir kümmern uns erstmal um uns. Oh. Doch so viel weniger. Köter? Köter? Ach, Sakra. Immer läuft er weg. Köter! Ist er schon wieder weg? Oh je. Yeah. Wurde er jetzt so ange... hat gerade keine Folgsamkeit mehr. Na gut, dann ist es ein bisschen problematisch, aber nicht so. Ist halt auch ein bisschen blöd, wenn wir dann gerade immer am Fighten sind und der Hund dann auch noch was abkriegt. So, aber reden wir erstmal mit dir hier. Gelobt sei Jesus Christus. Machen wir erstmal Übungen. Jagen. Ich wäre gerne ein besserer Jäger. Selbstverständlich. Hatten wir schon Stufe 10 erreicht? Ich möchte meine Technik verfeinern. Zuerst musst du was auf dem Kasten haben. Nee, hatten wir noch nicht. Okay. Ich denke darüber nach. Bogen? Kannst du mich im Bogenschießen unterweisen? Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Okay. Hier, also, bitteschön. Pass gut auf. Dankeschön. Hat der Bogen nochmal einen weiteren Skill erhalten? Eigentlich müssten wir noch den zweiten auch schaffen. Selbstverständlich. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Gut, aber nur gegen Silber. Na komm hier. Also, pass gut auf. So, nächste neue Stufe erreicht beim Bogen. Dann machen wir jetzt noch Hundemeister. Kannst du mir mit meinem Hund helfen? Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Also, pass gut auf. Mach's gut. Okay. Wunderbar. Und einen müssten wir noch schaffen. Kannst du mir mit meinem Hund helfen? Selbstverständlich. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Gut, aber nur gegen Silber. Also, pass gut auf. Mach's gut. Und ein neuer Spezialpunkt für den Hund erhalten. Wunderbar. Ich glaube, den nächsten würden wir sowieso nicht schaffen. Ich bin ein Weilchen herumgepirscht und habe hier etwas für dich. Wunderbar. Wie viele hast du gefunden? Alle drei. Gut, das ist großartig. Ich hoffe nur, der Vogelfänger hört nie von meinem kleinen Fehler. Ich hoffe nicht. Danke, Junge. Hier ist deine Belohnung. 40 gewöhnlicher Pfeil und 150 Groschen. Wunderbar. So, dann gucken wir mal, was hat er jetzt noch? Spiel gespeichert? Ja, danke. Die Kunst des Aufbrechens. Ja, nehmen wir uns mal Bücher mit. Er hat auch noch eine Schatzkarte, die ich noch nicht gelesen habe. Die nehmen wir uns auch mit. Ansonsten hat er eigentlich nur Bögen. Gucken wir mal, was machen die denn so an Schaden? 77. Elben-Langbogen, okay. 77, was macht unser... Wir haben ja den kumanischen Bogen, 74. Wäre schon wieder mal ein bisschen besser, aber dafür sind wir noch nicht gut genug damit. Ansonsten hat er jetzt auch nichts weiter. Da, bis auf das Büchlein. Und eine Schatzkarte. Mal gucken. Gut, dann probieren wir... Ja, komm, machen wir mal. Lässt sich was am Preis machen? Klar, warum nicht? So, dann gebe ich Ihnen jetzt gleich nochmal 5 dazu. Hier. Und eine Kleinigkeit für die Mühe obendrauf. Na sowas. Vielen lieben Dank. So, Ruf wurde nochmal verbessert. Wunderbar. Gut, dann haben wir das jetzt auch soweit.
Jetzt müsste ich aber noch mal kurz gucken. Machen wir jetzt noch mal gemeinsam hier. Wir haben ja jetzt noch mal Hundeflüsterer, ein Pünktchen. Süßes Hündchen. Die Menschen mögen deinen süßen Hund und finden dadurch auch dich sympathischer. Hm, okay. Dein Hund wittert Gegner aus deutlich größerer Entfernung, wodurch du auf Reisen leichter Hinterhalten entgehst. Treuerer Gefährte. Dein Hund ist dein treuer Gefährte. Wann immer er wegläuft, erhält er sogleich einen Bonus von 10 Punkten auf Folgsamkeit, nachdem er zurückgekehrt ist. Ich würde sagen, treuer Gefährte, ne? Das ist mit das, was am ehesten passt. So, dann, wir haben ja jetzt noch Trophäenjäger Zähne. Du kannst einigen Tieren die Zähne entfernen. Ja, Schlachter, du kannst erlegten Willen entnehmen. Und Freund der Wildnis. Wenn du dich ihnen näherst und Jägersmann, du verursachst beim Wildern mehr Schaden. Machen wir aber erstmal die Zähne. Die Zähne werden, denke ich mal, mit am besten. Weil die lassen sich immer gut verkaufen. Und ja, jetzt haben wir ja noch eigentlich hier vorne nochmal eine Quest und da haben wir noch einen Aktivitätengeber. Machen wir mal noch ein Stück weiter hier. Da reiten wir nochmal kurz zum Aktivitätengeber rüber. Wer will mir denn hier jetzt eine Aktivität geben? So, aber kurz halten. Hey du, auf ein Wort. Gott sei mit dir, edler Ritter. Was kann ich für dich tun? Wieso lungerst du hier herum? Hast du keine Arbeit? Nein. Seit Sigismunds Schergen mir alles genommen haben, muss ich betteln. Worum geht es? Seit ich alles verloren habe, kämpfe ich ums nackte Überleben. Bin in fremden Taschen erwischt worden. Und jetzt kann ich keinen Fuß mehr auf den Hauptplatz setzen, ohne dass mir die Büttel auf die Pelle rücken. Du bist also ein Taschendieb. Na gut, komm auf den Punkt. Aber lass die Hände da, wo ich sie sehen kann. Pastera, diese verfluchte Wache hat mir meine ehrlich erbettelten Groschen weggenommen. Er behauptet, ich hätte sie gestohlen und hat sie selbst eingesackt. Wenn du sie aus seinen Taschen zurück in meine befördern könntest, wo sie rechtmäßig hingehören, gebe ich dir was ab und bring dir ein paar Kniffe bei. Was sagst du? Er bringt uns also Taschendiebstahl bei. Na schön, ich glaube, das bekomme ich hin. Um wie viel Geld geht es? Alles, was er bei sich hat. Die Hälfte gehört dir. Das kommt mir verdächtig vor. Das musst du wissen. Aber wenn du mir das Geld von Pastera besorgst, kann ich dir sicher den ein oder anderen Auftrag zuschanzen. Okay. Ihm 50 Groschen aus deinem Beutel geben? Hä? Da hast du dein Geld. Ich bin dir ein Weilchen gefolgt und hab dich keinen ausrauben sehen. Aber Geld stinkt nicht. Hier, ein Teil von dem Geld, wie versprochen. Und ich habe einen anderen Auftrag für dich. Okay. Was für ein Auftrag ist das? Wo du auch hingehst, siehst du arme Tölpel wie mich, die nicht mal einen Pisseimer haben und betteln müssen. Aber du siehst auch diese vornehmen Rateier, wie sie hochnäsig daherstolzieren, nur an sich selbst denken und sich einen Dreck um uns arme Leute scheren. Mit dem Geld aus dem Beutel einer einzigen vornehmen Gans könnten wir uns alle satt essen. Ein voller Magen für alle? Das muss dann aber ein dicker Geldbeutel sein. Ich versuche es. So ist's recht. Im Gegenzug bringe ich dir was bei und du bekommst natürlich auch was ab. Okay. Bestiehl die reichen Bürger? Aha. Das Haus abgefackelt hat. Wir könnten ihnen ja jetzt natürlich wieder 50 geben, um den Ruf wieder zu verbessern. Komm, machen wir mal. Hier ist das Geld, das du wolltest. Gut, die Hälfte ist für dich. Na, willst du noch einen Auftrag? Geht er jetzt die ganze Zeit so? Ein weiterer Auftrag?
Ich bin ganz Ohr. Jawohl. Es gibt da so eine Witwe bei uns im Lager, die im Elend lebt. Sie hat das letzte Erinnerungsstück an ihre Mutter, dem Pfandleiher, verkauft, damit sie ihre Kleinen ernähren kann. Jetzt bedauert sie es und bekommt nachts kein Auge zu. Ich soll das Erinnerungsstück zurückholen? Genau. Ich würde es ja selbst holen, aber sobald ich einen Fuß auf den Hauptplatz setze, verdreschen mich die Büttel. Hol ihren Ring von diesem Wucherer Wolfram Bruder zurück. Deine Belohnung kannst du dir bei ihm aussuchen. Er ist so reich, dass es wehtut. Bin bald zurück. Mach's gut. Okay, jetzt haben wir schon eher was. Stiehl Wolfram Bruder und Silberring. Aha. Wollt los, Köter? Der kommt jetzt natürlich auch direkt zu mir hier. Nee, das ist doch eine Falle. Das ist doch sowas von eine Falle. Aber gut, müssten wir mal gucken, wie wir das anders geregelt kriegen. Was haben wir denn eigentlich jetzt noch hier? Schwarzen Chroniken. Ach ja, Stiel. Ja, das war ja die Besitzurkunde. Ich wollte gerade sagen, was ist denn da jetzt falsch, aber okay. Gut, wir hätten jetzt da unten noch einen Questgeber. Mal gucken, was der uns für eine Quest gibt. Solange es noch Tag ist. Klopf, klopf. Hallöchen. Weiß nicht, darf ich auf den Topf essen hier? Na, hier waren wir ja schon mal dran. Ich kann mich dran erinnern. Okay, wir können schon sehr schwere Schlösser knacken. Ich wollte es nur mal ausprobieren. Aber ich glaube nicht, dass das richtig ist hier. Und? Ist das vielleicht hier? Auch sehr schwer. Die kann ich noch nicht mal öffnen. Was? Was? Oh. Ja. Ich glaube, hier ist einfach die Baracke. Aha. Hier darf ich mich also aufhalten. Aber was ist da drin, ne? Und wo ist jetzt sozusagen der Questgeber hier? Das heißt, er kann ja eigentlich nur hier oben sein. Was haben wir hier? Ein Tobias? Oder vielleicht noch weiter oben? Dass ich vielleicht nochmal falsch gucke. Hier vielleicht? Herrn Hans. Tja, Heinrich, es war mühsam, aber offenbar ist es mir doch gelungen, einen halbwegs passablen Kämpfer aus dir zu machen. Kann ich etwas für dich tun? Wie geht es dir, Herr? Hast du dich erholt? Ja, was immer mir das bringt. Diese Langeweile. Die einzige Lektüre ist die Bibel und Harnisch lässt bis auf den Pfarrer keinen meine Nähe. Kannst du dir vorstellen, welch monotones Gefasel dieser Kerl von sich gibt? Diese Welt ist eine Prüfung, sei bußfertig. Er spricht mit mir, als läge ich im Sterben. Genau genommen, als wäre ich bereits mausetot. Heinrich, willst du mich nicht in die Rataya Beda begleiten? Ich brauche ein bisschen Abwechslung, bevor ich Staub ansetze. Warum nicht? Wann willst du aufbrechen? Gleich. Aber besuch mich erst nach der Abenddämmerung. Ich werde Gesellschaft haben. Na gut, ich werde zu dir stoßen. Auf bald. Okay. Das war also der werte Herr Hans, der die Quest hatte.
Und erst gegen Abend. Na gut, haben wir ja jetzt eigentlich schon eine Missetat zu tun. Gegen Abend dort aufzuschlagen. Und zum Henker müssten wir eigentlich auch nochmal. Weil ich meine, der Henker hat für uns auch nochmal eine Quest übrig. Ja. Aber schauen wir mal. Reiten wir jetzt erstmal nochmal nach Hause. Und dann haben wir ja hier eigentlich die Möglichkeit, nochmal Energie aufzutanken durch Schlafen. So. Brrr. Bei Fußköter. Nee, nicht bei Fußköter. Ich will absteigen. So, da ist er doch. So. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Genau, ganz lecker. Einmal ein kleiner Happen für dich. Hä? Ah, ich wollte gerade sagen, wolltest du den jetzt nicht essen? Gut, aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier erstmal an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.